Das Bundesverfassungsgericht stoppt Habecks Heizungsgesetz. Minister Habeck, tun Sie sich und uns bitte einen Gefallen und treten Sie endlich zurück. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der ganze Vorgang, der am 5.7.2023 beim Bundesverfassungsgericht de facto den Stopp des Gesetzgebungsverfahrens zum sogenannten Heizungsgesetz zugrunde liegt, hat eine nicht juristische Dimension, sondern eine politische Dimension. Diese politische Dimension liegt schlicht und ergreifend darin, dass nunmehr das Bundesverfassungsgericht in einem laufenden Gesetzgebungsverfahren mit einer einstweiligen Anordnung, mit einem Beschluss über einen Antrag eines CDU-Abgeordneten aus dem Bundestag das Gesetzgebungsverfahren gestoppt hat. Glauben Sie mir bitte eins, meine Damen und Herren, gucken Sie bitte in die Annalen des Bundesverfassungsgerichts rein, in die Beschlüsse, wie selten es einen Beschluss, einen erfolgreichen Beschluss über einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung in einem sogenannten Organstreitverfahren gibt. Das heißt also, wenn ein Organ des Bundestags, also hier ein Abgeordneter, gegen ein Gesetzgebungsverfahren vorgibt. Das ist sowas von selten, das glaubt man gar nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat der gesamten Bundesregierung rechts und links aber eine richtige Ohrfeige verpasst und hat gesagt, Leute, so geht es nicht. So wie ihr mit den Bundestagsabgeordneten und dann abgeleitet auch mit eurer Bevölkerung umgeht, so geht es nicht. Und verantwortlich für diesen ganzen Irrsinn ist der Minister Habeck. Ich komme gleich noch zu meiner Forderung, zu meiner Rücktrittsforderung und werde diese selbstverständlich auch in dem Video begründen. Aber mal die Abfolge der ganzen Geschichte, wieso es eigentlich zu diesem Beschluss gekommen ist. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Das Bundesverfassungsgericht hat auf seiner Internetseite vom 5. Juli 2023, das war also gestern, heute ist der 6. Juli 2023, wahrscheinlich relativ spät, einen Beschluss gefasst. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ich mache das mal ein bisschen größer, dass der Eilantrag gegen die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens zum Gebäudeenergiegesetz erfolgreich ist. Und das ist ja schon mal ein dickes Ding. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundestag aufgegeben, dass das Gesetzgebungsverfahren in der zweiten und dritten Lesung aktuell nicht durchgeführt werden darf. Denn der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat in der Sache Erfolg und das Bundesverfassungsgericht geht sogar weiter und sagt, der Hauptsacheantrag im Organstreitverfahren erscheint jedenfalls mit Blick auf das Recht des Antragstellers auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung von vornherein weder unzulässig noch ist offensichtlich unbegründet. Das ist also tatsächlich wirklich ein Satz, der wirklich wie ein Faustschlag wirkt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann hat diese Entscheidung gefällt, nicht einstimmig, sondern mit 5-2 Stimmen. Aber das spielt jetzt gar keine Rolle, sondern dieser Beschluss ist in der Welt. Das heißt, der Bundestag kann also nicht, wie geplant, jetzt noch Ende dieser Woche hier entsprechend das Gesetz verabschieden. Ja, und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, wann und wie und wo es zu diesem Gebäudeenergiegesetz gekommen ist, zu diesem Änderungsentwurf. Und jetzt kommt aber ein entscheidender Passus, der ganz interessant ist. Am 30. Juni 2023 wurde dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie die Formulierungshilfe des BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vorgelegt. Sie enthält eine 94-seitige Synopse des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung und einen 14-seitigen Begründungsanteil. Meine Damen und Herren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da werden 94 schon vorher festgelegte, in einem anderen Entwurf festgelegte Gesetzesentwürfe nochmal geändert. Es ist unglaublich. Ich habe mir die Ursprungsfassung des ursprünglichen Heizungsgesetzes schon mal zu Gemüte gezogen und bin dann gefühlt nach einer halben Stunde
habe ich das ganze Zeug zusammengepackt und habe es in den Mülleimer geworfen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich habe nicht mehr verstanden, was Habeck eigentlich will. Dieses ursprüngliche Gesetz war ein Änderungsgesetz und bestand nur noch aus Querverweisen in andere Gesetze und Formulierungen, wo man einfach sagt, ja, was will er denn eigentlich von uns? Was will er uns damit sagen? Und das ist genau das Problem, warum dieses Gesetz letzten Endes auch im Gesetzgebungsverfahren gescheitert, also bisher gescheitert ist. Ich will nicht sagen, dass es scheitert, sondern es ist bisher gescheitert. Und der Ausschussvorsitzende für den Ausschuss Klimaschutz und Energie, Herr Ernst, das ist einer von den Linken, der hat auch Folgendes gesagt, nachdem dieser Änderungsantrag da reingegangen ist. Der hat gesagt, Leute, das schaffen wir einfach nicht. Das ist gar nicht zu schaffen. Wir können doch nicht innerhalb von 2 Tagen über so viele Änderungsanträge hier entscheiden und debattieren. Da müssen wir doch alle mit einbezogen werden. Da müssen auch alle Parlamentarier mit einbezogen werden. Und das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Und deshalb hat der Antragsteller klipp und klar gesagt, das geht so nicht. Ich mache beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag. Und dann haben wir natürlich noch entscheidenden Begründungsteile, warum dieser Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 32 Bundesverfassungsgericht überwiegend Erfolg hatte. Also de facto wie im Lehrbuch hier eine Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht getroffen, die ich in der Sache selbst ganz gut nachvollziehen kann. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt und gesagt, dass ich doch die Forderung an Herrn Habeck richte, dass er nun endlich zurücktreten soll. Und ich möchte es auch begründen. Meine Damen und Herren, Kern des Heizungsgesetzes, und das ist der Ursprung und dieser Kern und diese Idee, die dahinter steht, ist gut, dass wir unser Land dekarbonisieren. Das heißt also, dass wir unsere Wirtschaft, unser ganzes soziales und gesellschaftliches Leben unabhängig von Öl, Gas und anderen Festbrennstoffen machen. Denn Öl, Gas, auch Holz ist nicht unendlich da. Öl und Gas wird immer teurer. Je weniger wir haben, umso höher steigen die Preise. Denn alle Menschen oder viele Nationen auf dieser Erde konkurrieren ja sozusagen im Preiskampf mit verknappenden Rohstoffen. Das ist ja nun mal der Kern. Was wir aber unendlich haben, zurzeit noch zumindest, ist die Sonne. Und die Sonne bringt uns viel Energie, ja, in Form von Wärme und Licht. Und da gibt es ja die Idee zu sagen, okay, wir machen in Deutschland Photovoltaik, wir machen, weil wir Wind haben, auch ein bisschen Windkraft und so weiter. Das ist alles ganz gut und schön. Und das steckt ja an sich auch als Kern dahinter, dass wir ein lebenswertes Leben leben können, dass die Umwelt gesund ist, dass unsere Kinder gesund sind, dass nicht mehr so viele Menschen an Staubbelastung sterben. Ja, dass wir also sozusagen etwas für die Zukunft tun. Da hat ja mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in diesem Land keiner ein Problem damit. Aber was der Herr Habeck hier in seiner politischen, und das unterstelle ich ihm, in seiner politischen endlosen Arroganz hier gemacht hat, er hat diese Idee totgefahren. Er hat sie schlicht und ergreifend totgefahren, weil er nicht das Vermögen hatte, uns als Bürger dieses Landes mit seinem Heizungsgesetz mitzunehmen. Mitzunehmen und uns zu erklären, was er eigentlich vorhat. Er hat uns ein Heizungsgesetz übergestülpt und hat gesagt, friss oder stirb. Und er hat uns sozusagen damit dumm gemacht. Er hat uns sozusagen damit an die Wand gefahren. Er hat Ängste verursacht. Das ist unglaublich. Glauben Sie mir bitte eins, ich habe mit meinem Bezirksschornsteinfegermeister, der für mich zuständig ist, gesprochen. Was denken Sie, was der mir alles zu diesem Thema erzählt hat, was die Leute alles für Ängste haben? Und das nehme ich Herrn Habeck persönlich sehr übel. Herr Habeck, Sie haben in Ihrer politischen Arroganz wirklich dieses Gesetz, diese Idee, die dahinter stand, völlig kaputt gefahren. Dann haben sie es ja nochmal auf Druck der FDP mit einem Leitplankengesetz versucht. Auch das ist aus meiner Sicht völlig in die Hose gegangen. Ja, eigentlich können sie ihr Heizungsgesetz, so wie es ist, einstampfen und in den politischen Urlaub gehen. Lieber Herr Habeck, ich habe keine Ahnung, was Sie getrieben hat, Bundesminister für Wirtschaft und Umwelt zu werden oder was auch immer Sie da treiben. Aber Sie haben aus meiner Sicht hier Ihre Aufgabe nicht ernst genommen. Sie haben den Menschen im Land nicht gesagt, was Sie vorhaben. Sie haben sie schlicht und ergreifend
gegen die Wand gefahren. Sie haben sie vor den Kopf gestoßen. Und deshalb fordere ich Sie auf, treten Sie endlich zurück und lassen Sie bitte wirklich Spezialisten ran, die echt Ahnung von dem Geschäft haben. Solche Leute wie Sie brauchen wir einfach in diesem Land nicht. Es tut mir ehrlich gesagt leid. Ich halte mich mit solchen Äußerungen eigentlich zurück, aber ich bin stinksauer und ich möchte eigentlich nur noch, dass Sie letzten Endes Verantwortung tragen. Denn das, was das Bundesverfassungsgericht in dem Beschluss von gestern Abend de facto nicht gesagt hat, was sich aber als politische Dimension ablesen lässt, ist, dass Sie verantwortlich sind für diesen Irrsinn. Das heißt also, das ist das Sahnehäubchen dessen, was man als Politiker, wirklich als verantwortlicher Politiker hier als Minister erreichen kann. Treten Sie also bitte endlich zurück. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Videos, ich bin gespannt auf Ihre Kommentare. Ja, ich möchte Sie bitten, dass Sie vielleicht auch mal ein paar Kommentare reinschreiben. Vielleicht können Sie ja das Video auch mal ein bisschen weiter verbreiten, Ihre Meinung äußern, was Sie zu diesem ganzen Vorgang halten. Ich finde, es reicht. Ja, es ist genug getan zum Heizungsgesetz. Wir brauchen dieses Heizungsgesetz in dieser Form absolut nicht mehr. Da muss was Neues ran und da müssen bessere Vorschläge auf den Tisch. Aber wenn es geht, bitte ohne Habeck. Näheres zu diesem Thema finden Sie nicht auf rentenbescheid24.de. Bitte schauen Sie sich auf die, Internetseite vom Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung. Bitte schauen Sie in die öffentlichen Medien rein. Dazu werden Sie heute am 6.7. relativ viel finden. Sicherlich werden sich die politischen Gegner von Habeck die Hände reiben. Aber letzten Endes, genug ist genug. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.